Es ist das Tagebuch vom Dienstag, dem 29. August, und ich hatte ich hatte den ganzen Tag Kopfschmerzen. Also, ich stand früh auf, habe Zmorgel gegessen, und dann habe ich eigentlich den ganzen Tag TikTok und YouTube geschaut, und ich hatte den ganzen Tag Kopfschmerzen, habe Nisolid genommen. Dazwischen habe ich noch Tagebuch gelesen, also Tagebuch gelesen, nicht Tagebuch geschaut, wie man es erwarten würde, sondern Tagebuch gelesen. Es war das Tagebuch, das ich von 2011 bis 2013 täglich geführt habe, also meistens täglich. Und jetzt bin ich dazu übergegangen, das einfach in Videoform zu machen. Ja, da habe ich ein paar Sachen gelesen von der Operation, die damals Sandra hatte am 13. Januar 2011. Warum erinnere ich mich so genau an das Datum? Weil, oder war es 2012? 13. Januar 2012. Auf jeden Fall ist am 13., an einem Freitag, dem 13. Januar, die Costa Concordia vor der Insel Giglio untergegangen. Deswegen erinnere ich mich so genau an das Datum. Ja, eben, und ich hatte den ganzen Tag Kopfschmerzen. Habe ich das schon erwähnt? Ja, mindestens dreimal. Und ja, mir ging es nicht besonders gut. Deshalb würde ich sagen, 2 von 10. Ich habe auch eine Nisolid genommen. Also gezockt habe ich schon noch mit Lux. Lux war da, Alex war da, Bulli war da und wer war noch da? Ich weiß nicht mehr, wer da war. Kaiser noch da. Kaiser war noch da, ja. Gut. Und am Abend bin ich mit Schwurbel Spaces eingeschlafen.